Was kommt dabei raus, wenn man Army of Darkness, Buffy, Dawn of the Dead und Texas Chainsaw Massacre in einen Topf wirft, einen guten Schuss No More Heroes beimischt und gut umrührt? Mit ziemlicher Sicherheit Lollipop Chainsaw. Das neueste Werk des japanischen Spieldesigner-Exzentrikers Suda51 beschäftigt sich mit einer Highschool-Cheerleaderin, deren Bestimmung es ist, Zombies zu jagen. Mit einer riesigen Kettensäge. Wuhu! Juliet Starling ist eine extrem heiße Cheerleaderin an der San Romero High School. Ihren 18. Geburtstag begeht sie auf eine unfreiwillig turbulente Weise, denn aus heiterem Himmel ist eine Zombie-Seuche ausgebrochen, die aus ihren Mitschülern herumschlurfende Untote macht. Und dabei wollte sie sich mit ihrem Freund Nick treffen, um gemeinsam mit ihm einen unvergesslichen Tag zu verbringen. Nun ja, unvergesslich wird der Tag auf jeden Fall. Zumindest für Nick, der von einem Zombie gebissen wird. Juliet bleibt nichts anderes übrig, als ihn einer Notoperation zu unterziehen. Mit der Kettensäge trennt sie seinen Kopf ab, um ihn vor einem Schicksal als modriger Wiedergänger zu bewahren. Nun macht sich das ungleiche Paar aus vollbusiger Blondine und sprechendem Kopf auf, die Oberzombies zu erledigen und somit die Welt zu retten. Zombies! Zombies! Come and kill us now! I'm a zombie hunter! What? Lollipop Chainsaw schickt euch in eine Nonstop-Zombie-Metal-Orgie aus der Third-Person-Perspektive. Per Kettensäge zerteilt ihr als Juliet die Gegner in handliche Stücke. Wer allerdings eine blutrünstige Splatter-Orgie erwartet, wird zunächst bitter enttäuscht. Passend zur abgedrehten Prämisse des Spiels schießen kleine Herzchen und Glitzersterne aus den Wunden der Zombies, während die flippige Juliet wie ein Berserker unter ihnen wütet. Zusätzlich zum Fichtenmoped kann sie außerdem ihre Cheerleader-Pompons einsetzen, um die Untoten zu betäuben und dann mit einem sauberen Schnitt deren Köpfe abzusägen. Wird's mal zu viel, nutzt Juliet die im Kampf gesammelte Glitzerenergie, um kurzzeitig super stark zu werden und Zombies mit einem Kettensägenschwung einen Kopf kürzer zu machen. Das Kampfsystem ist bei Spielbeginn recht statisch, was an den begrenzten Kampfbewegungen liegt. Doch Abhilfe schaffen die Shops, die in den Levels verteilt sind. Für die Münzen, die Juliet für erledigte Zombies einsackt, könnt ihr in den Läden neue Kombos, Gesundheitsboni und scharfe Zusatzoutfits einkaufen. So wird Lollipop Chainsaw mit zunehmender Spieldauer zu einem recht dynamischen Sägespaß, dem allerdings irgendwie der letzte Schliff fehlt. Die Kombos könnten zum Beispiel ein wenig fließender ineinander übergehen. Ausgleich dafür gibt's in Form wunderbar verrückter Ideen, wie etwa der Pole Dance Einlage oder einer Hüpforgie über Zombieköpfe, Ausflügen in Videospielautomaten oder Juliet beim Getreideernten. Außerdem erlangt Miss Starlings Kettensäge mit jedem geschafften Level neue Funktionen. Das Allzweckwerkzeug verwandelt sich zum Beispiel in eine zugegeben etwas störrisch zu steuernde Kanone, mit der ihr Zombies ruckzuck in ihre Einzelteile zerlegt. Doch auch Nick, der die meiste Zeit damit verbringt, am Hinterteil seiner hübschen Freundin herumzubaumeln, hat besondere Talente, die ihr dank der sogenannten Nick-Tickets einsetzen könnt. So wird der sprechende Kopf etwa zum wirbelnden Morgenstern, mit dem ihr die Gegner aus den verfaulenden Socken haut. Eine weitere Einsatzmöglichkeit für Nick gibt's immer dann, wenn ihr über blau leuchtende, kopflose Zombie-Körper stolpert. Schraubt Nicks Birne drauf, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder andere Aufgaben zu erledigen, die übermenschliche Kraft erfordern. Ist es nicht niedlich, wie Juliet ihren Freund nach Cheerleader-Art anfeuert? Oh no! He crashed over by the school and is probably dead!
So sehr der pubertäre Dumpfbackenhumor von Lollipop Chainsaw immer wieder zu spontanen Lachanfällen führt, für die man sich im Nachhinein irgendwie schämt, so sehr enttäuscht die technische Seite des Spiels. Entwickler Grasshopper Manufacture setzt auf die Unreal Engine 3, nutzt deren Power aber nicht mal ansatzweise aus. Klobige Bauten, ärgerliche, unsichtbare Wände und teilweise wirre Kameraführung ziehen die Mundwinkel von Technikfreaks steil nach unten. Wettgemacht wird das allerdings durch den herrlich palpigen Look des Spiels, der mit den schwarzen Umrissen und der grobkörnigen Kolorisation stark an den typischen Look alter Comichefte erinnert. Sieht meist cool aus, da wäre aber dennoch eine ganze Menge mehr drin gewesen. Immerhin wird man von Ruckeleinlagen und Tearing weitgehend verschont. Lollipop Chainsaw macht trotz seiner offensichtlichen Mängel unglaublichen Spaß. Hat man sich erstmal durch den Anfang gequält und sein Combo-Arsenal gut gefüllt, wird die zunächst etwas steife Metzelei zum dynamischen Spaßpaket. Die kuriosen Einfälle, mit denen man immer wieder bombardiert wird, tun ihr Übriges, damit es nicht langweilig wird. Nehmen wir zum Beispiel Zombie Basketball. Ein an sich völlig belangloses Minispiel, in dem Juliet Zombie-Köpfe in den Korb boxieren muss. Obwohl es für sich genommen nicht viel hermacht, lockert es den Spielfluss ungemein auf, da die Idee an sich einfach genial ist. Oder die ebenso belanglose Pac-Man-Variante. Spielerisch anspruchsloser Blödsinn, der aber alleine durch die Möglichkeit, seine Häscher zu zersägen, schon wieder unglaublich cool ist. Einen Großteil seiner Faszination bezieht der Titel aber durch den grenzdebilen Humor, der meist durch das Zusammenspiel der dummen Nuss Juliet und ihrem körperlosen Freund zustande kommt. What's your favorite color, Nick? Blue? No, green. Awesome. I love learning about you. I fucked up. It's yellow. Wenn ihr auch nur ein klein wenig für diese Art Humor übrig habt und über die mittelmäßige Technik hinwegsehen könnt, gebt Lollipop Chainsaw eine Chance. Ihr werdet es ganz sicher nicht bereuen.